Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Heute möchte ich ein Toastbrot machen. Und zwar möchte ich, dass das Toast eine richtig schöne Farbe bekommt, wenn es getoastet wird. Und das erreiche ich durch zwei Sachen. Entweder ich tue Zucker dazu oder Milch. Und dieses Mal möchte ich Milch dazu tun. Und das will ich euch jetzt zeigen. Ich habe mir folgendes Rezept überlegt. Und zwar habe ich hier 500 Gramm Weizenmehl. Der Type 550. Dazu kommen 25 Gramm Butter und 25 Gramm Hefe. ...10 Gramm Salz. Dann habe ich hier 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Und 140 Milliliter Milch. Die Milch sollte jetzt nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen, sondern die sollte schon so halbe Stunde, Stunde draußen stehen. Denn dann wird mir der Teig zu kalt, die Hefe braucht zu lang und das verzögert einfach alles. Durch alles rein. Und das lasse ich gleich von meiner Knetmaschine verkneten. Das ist ja ein Weißbrotteig, den kann man schon ordentlich kneten. Deswegen werde ich 4 Minuten bei der niedrigsten Stufe machen und 6 Minuten bei der zweiten Stufe. Hier ist jetzt mein Teig. Er ist jetzt schön geknetet worden. Ich werde ihn jetzt hier in dieser Schüssel liegen lassen, ungefähr 10 Minuten. Um ihm einfach ein bisschen Ruhe zu geben, dass er ein bisschen entspannen kann. Weil so weiterverarbeiten, da braucht man schon viel Muskelkraft, um den dann in die gewünschte Form zu kriegen. Deswegen lassen wir den jetzt kurz entspannen. Zudecken nicht vergessen. Und in 10 Minuten machen wir weiter. Mein Brot konnte jetzt in Ruhe entspannen. Jetzt werde ich es mal weiterverarbeiten. Und zwar, wenn ihr jetzt ein normales Toast haben wollt oder ja, so ein Kastenweißbrot, dann nimmst du den Teig, macht es ja rund. Das mache ich jetzt auch. Dann macht es ihn lang, tut es in die Form und lasst ihn hergehen. So was würde ich jetzt auch in der Arbeit machen. Ich meine, wenn ich dann irgendwie 300-400 Brote machen muss, dann mache ich mir natürlich nicht den Aufwand und versuche sie irgendwie optisch schön hinzukriegen, sondern ich mache sie halt rund und lege sie in die Form, was nicht heißen soll, dass es hässlich ausschaut. Aber wenn ich zu Hause bin und ein bisschen Zeit habe, dann spiele ich auch gerne ein bisschen rum. Deswegen mache ich das heute ein bisschen anders. Und zwar teile ich mir den jetzt einfach in 6 gleich große Stücke. Das hat jetzt mit dem Geschmack und sowas nichts zu tun. Das ist einfach nur, weil ich Zeit habe. Und diese 6 Stücke mache ich rund. Die müssen nicht gleich groß sein. Wer es halt gleich haben will, der kann es auch gerne abwiegen. So genau will ich es jetzt nicht haben. Ich habe es jetzt einfach nur grob portioniert. Dann drücke ich die flach. Und nehme mir ein Nudelholz und rolle die einfach nur ein bisschen lang, damit ich die halt so ein bisschen einrollen kann. So mache ich das. Das mache ich jetzt mit allen. Also ich will es nicht breit rollen. Ich möchte einfach nur so ein ovales Stück haben. Ihr seht, ich benutze auch fast kein Mehl heute. Der Teig ist nicht zu weich und klebt der daher auch nicht so. Deswegen brauche ich hier an meiner Arbeitsfläche auch so gut wie kein Mehl.
So, und was ich jetzt noch mache, ist, ich roll es einfach nur ein. Wie gesagt, das ist nur Optik, weil ich halt Zeit habe. Bin mal gespannt, wie das ausschaut, wenn es fertig gebacken ist. So, dann drücke ich es ein bisschen runter, damit ich auch so zwei nebeneinander hinstellen kann. Ja, hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser abwiegen können. So, das war's. Das lasse ich jetzt zugedeckt eine Stunde bei Zimmertemperatur hergehen und dann kommt es in den Ofen rein. Mein Toastbrot lag jetzt eine Stunde, konnte schön hergehen, ihr habt es gesehen, ihr seht es, das hat eine schöne Höhe. Einzige, was mir leider nicht gefällt, ist, der hier war zu dick. Deswegen hat er mir jetzt so einen kleinen Bogen gemacht, anstatt dass es hier so ist wie hier, ist hier so ein bisschen Abstand. Aber wie gesagt, das ist halb so wild. Die zwei hätte ich ein bisschen anpassen müssen, da mehr Teig weg, hier ein bisschen was dazu, dann würde das jetzt schöner aussehen. Aber mein Gott, so schlimm ist es nicht. Jetzt werde ich es in den Backofen tun. Den Ofen habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Will natürlich ein bisschen Wasser dazu, um Wasserdampf zu erzeugen. Das macht die obere Schicht, die Kruste etwas geschmeidiger. Und jetzt geht es rein in den Ofen. Hier ist jetzt mein Toastbrot. Es hat eine wirklich sehr schöne Farbe, war jetzt auch ganz genau 40 Minuten im Backofen. Ich muss sagen, so im Grunde gefällt es mir ganz gut. Was ich beim nächsten Mal anders machen würde, ist, ich würde die erstmal abwiegen, dass die wirklich alle gleich groß sind. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Unterschied dann doch so groß wird. Wie gesagt, also erst abwiegen, alle gleich groß, und ich hätte wahrscheinlich lieber 8 machen sollen anstatt 6. Dann würde es hier besser aussehen. Aber so, hat eine schöne Farbe. Und an den Geschmack ändert das ja nichts. Schauen wir mal, ob es rausgeht. Nein, da werde ich ein Messer nehmen müssen. Dann schauen wir hier mal, ob es hier irgendwo angeklebt ist. Oft ist es auch nur hier oben, wo es so quasi übergelaufen ist, dass es da ein bisschen anklebt. Und schon wird es nicht mehr raus. Da ist es. Ah, unten ist ein bisschen blass. Aber ich denke, es müsste schon durchgebacken sein. Jetzt lege ich es auf ein Blech, auf ein Gitter und lasse es komplett auskühlen. Und dann schneiden wir es mal an und schauen uns an, ob es auch gut durchgebacken ist. Hier ist jetzt mein Toastbrot, das konnte komplett auskühlen. Jetzt werde ich mal schauen, wie es innen ausschaut und natürlich auch testen, ob das funktioniert hat, was ich eigentlich haben wollte. Und zwar, dass es beim Toasten eine schöne Farbe bekommt. Ja, die erste Scheibe ist schon mal gut. Man sieht ganz klar, dass es durchgebacken ist. Hier ist kein Rand, hat eine schöne feine Porung. Jetzt tue ich es mal in den Toaster rein. Hier, ich habe es jetzt getoastet. Ich denke, es hat eine richtig schöne Farbe. Da sieht man jetzt auch den Milchzucker, der da wirkt, der hier eine schnellere Bräunung verursacht. Also ich finde, es sieht gut aus. Das Brot an sich sieht gut aus, es ist sehr weich. Oh, riecht richtig gut, richtig lecker. Ich denke, das Rezept ist gelungen. Optisch ist verbesserungsfähig, keine Frage. Aber so macht es einen sehr guten Eindruck. Falls euch mein Rezept gefallen hat und mein Video, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.